In diesem kurzen Video möchte ich die Café Royal Kaffeekapseln, das ist eine Alternative zu Nespresso, in der Nespresso-U-Maschine von De'Longhi testen. Die Café Royal Kaffeekapseln sind nochmals in einer Folie eingepackt. Die Kapsel selber besteht aus Kunststoff und hat unten einen Aluminiumverschluss. Schauen wir mal, ob die Kapsel einwandfrei in der Maschine funktioniert. Ich bereite einen Espresso mit 40 ml Wasser zu. Der Auslauf scheint gut zu funktionieren, ungefähr wie bei den Original Nespresso-Kapseln. Auch an der Kaffeemenge in der Tasse kann ich jetzt keinen Unterschied zum Original feststellen. Die Kapsel scheint in den Auffangbehälter für die leeren Kaffeekapseln gefallen zu sein. Das schaue ich mir gleich noch einmal an. Ist es auch eine schöne Creme auf dem Espresso erkennbar. Die Café Royal Kaffeekapseln scheinen mit der Nespresso U-Maschine einwandfrei zu funktionieren. Schauen wir uns hier noch einmal die verbrauchte Kaffeekapsel an. Die Kaffeekapsel wurde sauber perforiert und hat sich nur leicht verformt. Das liegt aber hauptsächlich an dem sehr weichen Kunststoff, aus welchem die Kapsel besteht. Und nicht daran, dass die Kapsel geschmolzen ist. Die Café Royal Kaffeekapseln funktionieren also mit der Nespresso U-Maschine. Auch in der Abtropfschale findet sich nur ein ganz wenig Tropfwasser von der Kapsel. Insgesamt funktionieren die Café Royal Kaffeekapseln gut mit der Nespresso U-Maschine. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann besucht meine Seite kapsel-kaffee.net. Dort sind auch noch weitere Alternativen zu Nespresso ausführlich getestet und auch andere Kaffeekapselmaschinen von Nespresso einem ausführlichen Test unterzogen.